Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil 2. So, ich habe mir eben die Route überlegt, wie wir jetzt weitergehen. Wir gehen jetzt mal hier in dem Büro Westseite und dann hier in den so den Schließfachraum. Ja. So, erstmal die weitere Überlegung, weil hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Einen kleinen dann zulegen. Ach, hier brauchen wir auch den Peak-Schlüssel. Das wird eingetragen, ne? Ja, das wird eingetragen. Sehr schön. Bin ich gerade am Überlegen. Da könnten wir nochmal reingehen. Das war jetzt ein Fehler meinerseits. Ach, nochmal zurück geht der nicht. Ach ja, der hat ja das Ding zugeknallt. So, überlegen. Mal oben gucken. Ach, was liegt hier? Halt, stopp. First Aid Spray? Ach komm, das tun wir meine Kiste. Ich horte ja gerne. Weil ich habe das jetzt auch schon zwar mit Claire einmal auch durchgespielt, aber ich werde mich öfter verfranzen. Die Karte wird hier mein bester Freund sein, das sage ich jetzt schon mal. So. Da haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Ich würde erstmal sagen, wir checken erstmal die Seite hier. Ah, Moment. Hey. Löwe, erinnert ihr euch an das Buch aus dem letzten Part? Nein. Notiz, Löwe. Löwe, Pflanze, Adler. Löwe, Pflanze, Adler. Und zack, kriegen wir die Löwenmedaille. Perfekto. Die können wir auch direkt eigentlich einsetzen, dann schleppen wir die nicht die ganze Zeit mit uns rum. Da. Und wir sehen, ein Durchgang öffnet sich. Ja, aber der Durchgang ist noch nicht offen. Noch nicht. Kommt noch. So, mal um die obere Etage checken. Weil ich meine, hier hinten, ja, hier lag Muni. Und damit hätten wir hier oben auch blau. Das heißt, hier oben ist auch nichts mehr. Okay, auch ein Peak-Schloss. Hat er notiert? Hat er notiert. Finde ich ja schön mittlerweile, dass der auch alles einträgt. Das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe, das war ja in Silent Hill. Ich glaube, das war Teil 3, wo die eingetragen hat, die Tür ist zu, da ist kein Durchgang. Und, und. Finde ich schön, dass sie das jetzt hier auch gemacht haben. Ah, hier sind wir, okay. Ein Kraut. Noch eins. Ja, kann man mitarbeiten. Stadtbücherei. Also wer lesen will, einfach eben pausieren. So, hier haben wir einen Tresor. Da fehlt uns allerdings noch der Zugangscode. Ich habe mir die ja leider nicht aus dem letzten Run aufgeschrieben. Alles klar, alle notiert. Sehr schön. Hat er alle notiert. So, dann gehen wir jetzt so rum, so rum. So rum. Alles klar. Ja, der letzte Durchgang, den ich gemacht habe, war ja auch mit Claire. Da sage ich noch nichts zu. Obwohl, es gibt ja eigentlich schon genügend Videos bei YouTube. Sagen wir so, ich habe das so lange gestreamt, mir ging nach einer Zeit die Konzentration aus. So, hier hatten wir alles durchforstet.
Das heißt, hier war Sackgasse. Hier war der Herr mit seinem Walkie-Talkie. Der ist tot. Hier brauchte ich einen Pickschlüssel. Ich hätte das Fenster verbarrikadieren sollen. Hallo, du lebst ja noch. Spinnst du oder was? So, und jetzt gibt mir ein Messer wieder. So, und jetzt sieht man es auch. Das Messer hat hier ein bisschen Haltbarkeit verloren. Aber dafür dient es gut als Counterwaffe. Werden hier also alles verbarrikadiert, frage ich mich. Aber die Polizisten müssen ja sehr in Eile gewesen sein. So, hier ist die Tür. Ah ja, hier ist der Durchgang. Ihn hier fand ich allerdings niedlich. Ich habe das Gefühl, der will nur Donuts. Guckt euch an, wie der gegen Automaten hämmert. Ich will doch nur ein Donut. Gib halt keine Donuts. Ich schaff das. Oh, auch geile Haltung. So. Wo sind wir jetzt hier? Hier war der verbarrikadierte Weg. So, wo lag hier noch was? Was bist du? Die ist zu. Ja, hier wollte ich hin. So, 102. Ja, die 2 und 3 fehlen leider. 103. Eins null neun. Vielen Dank. Ohne Munition renne ich hier garantiert nicht rum. Außerdem kriegen wir hier so viel Munition hinterhergeschmissen im Nachhinein. Obwohl der Raum wird ja noch eine größere Bewandtnis später haben. Wir sind es hier schon. Oh, ich will haben. Weil so eine Shotgun, die lässt doch ein bisschen besser die Köpfe platzen, ne? 32 Schuss. Ja. Warte, ich bin überhaupt hier. Komm mal rauf. Ich warte. So. Gute Nacht, mein Freund. So, was haben wir hier? Hier haben wir Schrotzenmuni. 203. Ja, 2 von 3 fehlen. Ich glaube, hier komme ich später noch mal hin. Hier haben wir noch ein kleines Dokument. Und ich höre schon wieder aufgestanden. Alter. Ach, das war Specky. Und wir gehen mal sicher. Jetzt drin. Da kann ich jetzt noch versuchen. Das war hier, ne? Na, aber drehen. Zack, hier. Perfekt.
Schießpulver. Und Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Flinten und Schießpulver, hochwertige Position, gelb. Zweimal hochwertige Schießpulver, Munition, gelb. Alles klar. Ja, ich wollte ihn eigentlich messern, aber okay. Ich hoffe, du bleibst noch liegen. Mein Messer ist fast down. Okay, hier das war eigentlich recht simpel. Erster Einsatz des Anfängers. Ja, kurzum, zwei Schlösser. Wir sollen in unseren eigenen Schreibtisch einbrechen. Aber, Moment, wo haben wir es? Hier haben wir M. R. MR, das letzte fehlt. Beim letzten müssten wir rumtesten. Das war MR. Ich glaube, es war G. Ja. Hier war es. Na, wo ist es? Ah, hier. N. E. Ah ja, D. N, E, D. Nett. So. Da hätten wir das auch schon gelöst und wir haben erweitertes Magazin. Mathilda. Das werden wir auch gleich kombinieren. Zack. Gleich mal unsere Waffe ein bisschen gepimpt. Einsatzbericht. Ja. Ich weiß ja nicht, der scheint noch zu leben. Ja, hier haben wir den Code auch noch nicht. Solange der jetzt nicht aufsteht, mache ich gar nichts. Erstmal das durchforsten. Ja, hier war nichts mehr. Aber hier muss noch was sein. Ja, der Tresor. Die Schreibtische sind clear. Hä? Dann wahrscheinlich. Ah, hier ist ja auch wieder Pik. Ja, komm her, Boy. Scheiße. Das war sein Arm. Und das war sein Kopf. Okay, der steht nicht mehr auf. Habe ich noch mein Messer? Ja, geht noch. Da liegt noch sein Ärmchen. So. Hätten wir das auch. Da war ich drin. Da kam ich nicht rein. Ich schaue mich da einmal kurz hier um. In der Hoffnung, dass man nichts übersieht. Weil das passierte gern mal ganz schnell. Das habe ich bei meinem ersten Run festgestellt. Bei meinem ersten Run sind mir auch einige Waffen entgangen. Und ich habe mich im Arsch geärgert. Wortwörtlich im Arsch geärgert. Oder habe ich schon ein Zahlenschloss?
Ding. Stadtbücher. Nein. Einsatzbericht. Nein. Schießerster Einsatz. Und Schließfach-Terminal-Notiz. Ja. Damit können wir jetzt rechtlich wenig anfangen. Also wir haben noch nichts für die Saves. Gut. Das heißt hier raus. Und einmal hier rum. Aber hier in den Gang müsste auch noch was sein. Oh, die Gänge sehen so. Oh. Die sehen so böse aus. Einfach nur böse. So, du hattest auch noch was, ne? Jawohl. Vielleicht hätten wir den Gang auch schon mal clear. Die beiden liegen hier. Schön, dass die Zombies ja auch liegen bleiben und nicht despawnen. Ja, warte mal, Kollege, für dich habe ich was. Damit du hier nicht auf dumme Gedanken kommst. Take it easy. Ein Kräuterli. Aber wir haben schon wieder so viel Kraut dabei. Ich leg mal zwei ab. Hier müsste ja. Jawohl. Der Farbfilmraum sein. Also die Dunkelkammer. Hier war ein Schalter. Ja, da drüben ist er. Perfekt. So. Schießpulver. Munition. Schießpulver, Munition, das höre ich gerne. Noch brauche ich davon allerdings nichts, deswegen würde ich sagen, das wandert erstmal Richtung Truhe. Ein rotes Kraut, das ist auch gut. Film habe ich noch keinen, also kann ich auch keinen entwickeln, aber der. Beweise nicht liegen lassen, ja. Das sah damals ja auch so aus. Den haben die richtig schön nachgebaut. Vor allen Dingen, oh himmlisch, jetzt sieht man das auch erstmal, was hier drin sein soll. Nein, nicht die Knarre. Mathilda wieder raus. Das Rote wollte ich ablegen. Mal ein bisschen Ordnung wieder machen, so wie ich es gern hätte. So. Speichern will ich allerdings jetzt noch nicht. Heilwirkung von Kräutern. Ja, das erklärt jetzt eigentlich, was die Kräuter machen. Grün, Rot, Blau gegen Gift. Und das Rot und Grün, die stärkere Wirkung haben. So. Hier haben wir alles. Ja. Ich sage, hier ist die Karte, mein bester Freund. Du bleibst draußen. Was hatten wir hier? Hast du hier gestöhnt? Ach du. Was zum? Okay, das steht jetzt nicht mehr auf. Komm. Ja. Kombinieren. Zack.
Jeder Platz ist mir gerade recht. Hier muss noch was liegen. Irgendwo hier. Hat der Boy hier vielleicht noch was? Ja, der hat noch was. Jo. Der hatte noch ein paar Kügelchen für uns. Die nehme ich natürlich gerne. Nix. Ah. Da können wir uns gleich mal dran versuchen. Das hat die Cat ja gern gemacht. Untersuchen. Okay. Moment. Moment. Zack, zack, zack. Okay, das war der. Zack, zack, zack. Ich vertue mich jetzt jedes Mal. Zack, zack, zack. Okay, das war's auch nicht. Okay. Dann der. Nein, das war der oberste. Zack, zack. Hey, wieder da oben? Ah. Nein. So. Der war da oben. Dann du. Und du. Wunderbar. Nicht wundern, die Melodie kam jetzt alles aus dem Control. Also dann wird die Taste. Anleitung für ertragbarer Tresor. Drücken Sie den Knopf, um digital. Wir haben auch ein bisschen. Ach, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Bin jetzt von einem anderen Tresor ausgegangen. War das hier D? M? Ne, das war's nicht. Hätte sein können. Und den Schrank hätte ich besser zulassen sollen. Also hier ist nur noch, wie gesagt, der Schrank. Und hier brauchten wir, glaube ich, eine Kurbel, so wie es aussieht hier. Hier war nichts mehr. Da können wir erstmal wieder eine Höhe. Der liegt hier wie Jesus ausgebreiteten Arms. Da liegt auch nichts mehr. Nein. Munizia. Hatte der nicht den Pin DCM? Ja, ein bisschen was weiß ich noch. Mech-Munition. Ja, die brauchen wir später. Hier habe ich mich am Anfang immer erschrocken, weil ich dachte, hier steht einer. Dabei ist das nur diese Kackfigur da. Papier immer schon mit dem Schlimmsten gerechnet. So, wunderbar. Haben wir den? Haben wir hier alles? Ja.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was zum... Ich glaube... Das war nicht arg so netter Gesell. So. Perfekt. Gürteltasche. Mehr Inventar-Slots. Anonyme Notiz. Zünden, töten. Okay. Ah ja, stimmt, hier war der C4. Hier mussten wir uns einen Weg freisprengen. Hat er es notiert? Explosive? Ja, hat er. Pistol Muni? Die Puppe hier sieht so creepy aus, ey. So, haben wir Holzbarrikaden. Da ist noch Pulver. Da müssen wir uns irgendwie einen Zünder basteln. An alle Überlebenden. Licker. Ach, das betrifft die Licker. Okay. David. Warst wohl ein guter Mann. So. Da werde ich jetzt aber mal gucken, dass ich zurück zu einer Schreibmaschine komme. Auf Gegenwehr dürften wir jetzt eigentlich nicht mehr stoßen. Pö, eigentlich. Sage ich so in meinen jugendlichen Leichtsinn. Obwohl ich wieder einen höre. Er müsste da noch liegen. Ach, er ist weg hier. Was? Ach, der hat nur das Glas kaputt gemacht. Du Arsch. So, einmal so Truhe. Die brauche ich noch nicht. Die brauche ich noch nicht. Die könnte ich später gebrauchen. Die brauche ich noch nicht. So. Dann würde ich erstmal sagen, speichere ich einmal und werde hier mal den Part beenden. Puh, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Reinschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.